Vielen Dank, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Die Europäische Union, die 27 EU-Umweltminister haben eine historische Entscheidung getroffen, nämlich ab 2035 wird es keine fossilbetriebenen Neuwagen mehr geben. Das ist ein Meilenstein für den Klimaschutz und gibt der Industrie die Rahmenbedingungen, die sie braucht, um klar zu sehen, wo es hingeht in der Zukunft, wo die Arbeitsplätze liegen. Sie werden die Arbeitsplätze schaffen, werden Innovationen schaffen und wir werden mit diesen klaren Leitplanken weiterhin ein führendes Industrieland sein können. Insofern ist die Entscheidung der EU zu begrüßen, der Antrag hier abzulehnen. Vielen Dank.